Und wieder bekommen die knapp 2000 Wacken-Einwohner Besuch von 75.000 friedlichen Metal-Fans. Für die einen wird das viertägige Spektakel buchstäblich zum Wohnzimmer, andere möchten auf ihren Garten nicht verzichten. Wir brauchten unseren Rasenteppich, unsere Gartenzwerge, unsere Blümchen, um uns ein bisschen wohlzufühlen. Ja, und ein Dach über den Kopf. Eine gute Idee, denn zum 30. Geburtstag des Kultfestivals wird es wohl wieder kräftig regnen. 500 Rettungskräfte haben sich vorbereitet. Notaufnahme, Apotheke, Intensivstation und Chirurgie, alles unter einem Dach. Wenn es nass ist und es viel regnet, wir viel Schlamm haben, dann verbreiten sich Durchfallerreger mehr. Dann haben wir damit häufig größere Probleme. Wie etwa vor 3 Jahren, als Wacken zur Schlammschlacht wurde. Was aber niemandem die Laune vermieste, auch nicht den gefeierten Wacken Firefighters bei der traditionellen Eröffnung. Drohende Unwetter und andere Probleme bringen das Festivalteam nach 30 Jahren längst nicht mehr aus der Fassung. Wir stehen das hier auch alle gemeinsam immer durch. Und das schweißt natürlich auch zusammen. Wir haben in den 30 Jahren auch ein paar Geschichten erlebt. Und weitere werden folgen. Sturm auf den neuen Metal-Markt, wo sich die Wackinger nicht nur Lebensmittel besorgen. Wir haben Gummistiefel, wir haben Met und Fleisch. Und Eis. Bier haben wir schon vorher mitgebracht. Na dann mal los. 900 Tonnen Bühnenstahl stehen, das Klanggewitter aus den Boxen für die 170 Bands und der Donner aus den Wolken können kommen.